für 27 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen in Deutschland realisieren und finanzieren, ist die Basis zu gering. Kostet uns das als Gesellschaft deutlich mehr? Und die Kraft für diesen Mehraufwand haben wir eigentlich nicht. Wir finanzieren es seit Jahren immer stärker über die Erhöhung von Neuverschuldung. Denn Quelle unserer Neuverschuldung ist natürlich auch ein zu starkes Ausweiten des Sozialstaats. Und deshalb ist die Idee des solidarischen Bürgergeldes eine, die Anreiz setzt, sich wirklich wieder in Freiheit, auch um eine deutliche Einkommensbesserung zu mühen. Und zweitens eine, die den Menschen nicht gängelt, sondern das Vertrauen gibt, aus der heraus die Eigenverantwortung wächst. Wenn uns das nicht gelingt in den nächsten Jahren, wird der Zweifel an der Wirkfähigkeit der Demokratie in Deutschland weiter steigen. Wenn wir mal außerhalb dieses Hauses sind, kann man das heute schon in den Statistiken regelmäßig nachlesen. Und dann werden wir in der Politik wie in der Gesellschaft insgesamt keine Gesellschaft, die offen die Freiheit will, sondern die versucht, so viel wie möglich von dem eigenen Besitzstand oder von den Möglichkeiten, die einem die Gesellschaft gibt, zu halten. Eine solche Gesellschaft wird egoistisch, treibt aufeinander, reich und arm, Ost und West, jung und alt und bringt keine ausreichende Motivation, um in Freiheit in der globalisierten Gesellschaft erfolgreich zu bleiben. Und deshalb hoffe ich, dass wir diese Debatte nicht aus der Geschichte herausführen, sondern aus der heutigen Erkenntnis unserer Situation in einem Umfeld, das uns viele Chancen bietet. Aber um die Chancen zu nutzen, brauchen wir ein anderes Grundverständnis des Steuerstaates, des Sozialstaates und des Arbeitsmarktes. Und genau an der Stelle will das Bürgergeld diese drei wichtigen Reformbereiche miteinander verbunden reformieren. Herzlichen Dank. Herr Ministerpräsident Altas, auch Ihnen ganz herzlichen Dank, auch für den Film, der sehr klar war, auch für alle zu sehen. Wir haben jetzt Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien hier. Herr Altas hat für die Union praktisch sozusagen den Anfang gemacht. Hat deswegen auch ein bisschen länger gesprochen, weil er ja dieses Konzept, sein Konzept schon sehr lange ausgearbeitet hat. Es liegt auch in schriftlicher Form ausführlich vor. Vertreter der anderen Parteien haben wir sozusagen gebeten, kurz Stellung zu nehmen. Ich stelle sie Ihnen gleich alle nacheinander vor. Sie sind so gereiht, wie die Fraktionsstärken im Deutschen Bundestag sind. Es kommt jetzt also die SPD als zweitstärkste Fraktion. Und dann, wie gesagt, haben wir Zeit zu diskutieren. Wir haben jetzt noch über eine Stunde. Wir sind also relativ gut im Rahmen, weil Sie alle so diszipliniert sind und auf Ihre Pause dankenswerterweise verzichtet haben. Ich darf Ihnen Herrn Wolfgang Krotthaus von den Sozialdemokraten vorstellen, den stellvertretenden Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Bundestag seit 1980. Lange Zeit auch in der Industrie tätig, bei der Deutschen Babcock Anlagen AG und ein gelernter Chemotechniker. Herr Krotthaus, bitte sehr. Ja, herzlichen Dank. Zuerst darf ich mich mal bei den drei Professoren dafür bedanken, aber für die Statements, die wir hier anhören konnten, insbesondere aber bei denjenigen, die das Bürgergeld in die Öffentlichkeit reintransportiert haben. Denn es ist nichts Schlechtes, wenn man über Ideen diskutiert. Zu welchem Ergebnis man dann kommt, das wird natürlich jetzt hier, davon gehe ich aus, auch unterschiedlich bewertet. Lassen Sie mich trotzdem zwei Anmerkungen zu Herrn Althaus machen. Herr Althaus, bei der Familie Meyer haben Sie zum Beispiel bei dem Gesamteinkommen von in der Arbeit nicht einbezogen das Kindergeld. Sie haben aber das Bürgerkindergeld einbezogen. Von daher gibt es da schon eine Verwerfung. Und von daher wehre ich mich immer dagegen, wenn man Zahlen benennt, ohne dass die so schnell nachvollziehbar gemacht werden. Deswegen bin ich Herrn Professor Füß dankbar, dass er die sehr deutlich hier nochmal dargestellt hat, mit welchen Konsequenzen man zu rechnen hat. Das Zweite ist, ich will für diejenigen auch hier an dieser Stelle schon mal eine Lanze brechen. Sie sprechen über Hartz IV-Empfänger, die nur in den Arbeitsmarkt gegangen sind. Und Sie haben
indirekt unterstellt, dass die anderen 95% in ihrer Arbeitslosigkeit verharren wollen. Ich glaube dies nicht, dass das der Fall ist. Vielleicht liegt es daran, dass kein... Ich bin nicht in einer Ideologiedebatte. Ich habe hier stehen... Ich habe hier stehen, aktiv in den Arbeitsmarkt zu gehen. 5% konnten nur integriert werden. Ich sage, vielleicht liegt es daran, dass wir keine Arbeitsplätze haben und vielleicht liegt es für dieses Klientel und vielleicht liegt es auch daran, dass die Hartz-IV-Empfänger strukturell so sind, dass sie verhältnismäßig bildungsfern sind. Und da bin ich dann schon wieder bei dem, was hier was mit Bürgergeld auch zu tun hat. Und da sage ich Ihnen, da sind wir tatsächlich nicht in einer ideologischen Debatte. Aber ich glaube, dass mit diesem Bürgergeld es eine Umverteilung in diesem Staat geben kann, die nicht von meiner Fraktion zumindest so unterstützt werden kann. Es ist deutlich geworden, und da hat Herr Professor Füst auch noch mal aufgezeigt und der Althaus hat die Zahl bestätigt, 700 Milliarden Euro werden zur Umverteilung in Bezug auf Bürgergeld hier in die Diskussion einbezogen. 700 Milliarden Euro bedeuten aber, dass in diesem Bereich alle Sozialleistungen, also alle Beiträge mit drin enthalten sind. Daraus ist die Frage abzuleiten, ob denn dann demnächst keine Rentenversicherungsbeiträge oder insgesamt keine Sozialversicherungsbeiträge mehr zu leisten sind. Wenn dies der Fall ist, dann stelle ich mir das ganz toll vor, dass diejenigen eben über, die tatsächlich bildungsfern sind, über die gesamte Zeiteinheit ihres Lebens, die nie, und diese Menschen gibt es auch in diesem Staat, die nie eine Chance bekommen, eine Arbeit zu haben oder die nie dann eine Chance bekämen, eine Weiterbildungsmaßnahme zu machen, dass diejenigen auch nie eine Chance haben, sich aus diesem System herauszuentwickeln. Es hat nicht nur Bürger, das, was hier an sozialen Transferleistungen in dieser Republik läuft, hat nicht nur etwas mit finanziellen Transferleistungen zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass berufliche Weiterbildung auch mit finanziellen Transferleistungen dann zu tun hat, dass ich also als Staat Geld in die berufliche Weiterbildung stecke, dass ich sie in die Ausbildung Benachteiligter stecke, dass ich sie für beschäftigungsbegleitende Maßnahmen akquiriere. Und dies würde alles weggewischt werden nach dem Motto, die Freiheit des Einzelnen würde hier in den Vordergrund gestellt werden. Der Staat zahlt ein Grundgehalt, Rest ist Sache der eigenen Verantwortung. Gesellschaftliche Verantwortung des Staates gäbe es in diesem Fall nicht mehr. Wenn dies so gewollt ist, sage ich noch mal, von unserer Seite nicht. Steuern würden für Einnahmen über 800 Euro mit 50% für die Einnahmen über 800 Euro mit 50% belastet. Und jetzt höre und staune man, über 1600 Euro nur noch mit 25%. Ja, natürlich. 400 Euro weniger Bürgergeld, aber der 4.000 Euro verdient, der zahlt dann nur noch 25% für die Differenz und der zwischen 800 und 1.600 verdient, der bezahlt 50%. Also die wenig verdienen, finanzieren letztendlich über diesen Bereich auch noch das Bürgergeld derjenigen, die vielleicht sehr viel verdienen. Heute werden Sozialleistungen zielgerichtet eingesetzt. Starke Schultern sorgen für sich und unterstützen durch zusätzliche Finanzierung den Staat, nämlich durch progressive Steuersätze. Wir haben vorhin gehört, ich zumindest, dass dies nicht gewünscht wird. Und es bekommen auch diejenigen nach ihren Vorstellungen Alter aus Transferleistungen, die diese gar nicht benötigen. Gleichzeitig entfiele die progressive Einkommensteuer ein zentrales Umverteilungselement. Und lassen Sie mich dann abschließend noch mal festhalten. Hartz IV bedeutet immer zurzeit noch mehr als das, was an Bürgergeld hier propagiert wird. Hartz IV für den einzelnen Empfänger liegt im Durchschnitt, ich muss jetzt mal auf mein Zettelchen gucken, im Durchschnitt bei 700 Euro, da sind nämlich die Mietkosten drin, bei 700 Euro. Bürgergeld heißt unter Abzug von 200 Euro nur noch 600. Arbeitslosengeld I ist der Durchschnitt bei 780, die sollen arbeiten, da gebe ich Ihnen recht. Und die Gesetzgebung, die wir die beiden Mehrheitsfraktionen, sowohl im Bundestag als auch über den Bundesrat mit verabschiedet haben, sorgen dafür, dass die Menschen die Arbeit verweigern, sofort einen entsprechenden Abzug ihrer sozialen Transferleistung bekommen. So.
Und ich habe gerade gesagt, es soll eine Umverteilung sein, beziehungsweise die Freiheit des Einzelnen. Und die Freiheit ist dann immer so gemeint, die Freiheit des Stärkeren in dieser Gesellschaft. Die soll sich weiterentwickeln können, und der nicht so stark in dieser Gesellschaft ist, dessen Freiheit ist insofern dann auch eingeschränkt. Ich sehe dies nicht als klassenkämpferisch an, die Ausführungen, die ich hier gemacht habe. Ich sehe dies nur in der Form an, dass ich mich dagegen wehre, dass ich hier feststelle, dass sowohl im Steuer